Gemeinsam mit dem Jugendbüro und dem Förderverein für die Jugendarbeit der Stadt hat der Burghauser Verein Modellpark Eisenbahn Salzachtal diese Ausstellung auf die Beine gestellt. Auf rund 1700 Quadratmetern hatten sich dafür zahlreiche Modellbauer aus Bayern und Österreich eingerichtet und den Besuchern ihre Eisenbahn- und Straßenmodelle präsentiert. Auch die Kinder durften selbst mal an Steuer bzw. an die Fernsteuerung, um die Mini-Kräne auf der Baustelle oder die Trucks durch den Parcours zu bewegen. Bei unserem Dreh am Samstagmittag war es mit weit über 30 Grad Außentemperatur und annähernd 40 Grad in der Messehalle natürlich zu heiß für die Besucher und Zuschauer. Aber am zweiten Veranstaltungstag strömten dann vor allem die Familien in die Halle, um bei deutlich kühleren Werten die Miniaturwelt zu erleben. Zu sehen waren Modelleisenbahnen verschiedener Größen und Spurbreiten. Einige Lokomotiven wurden sogar mit echtem Dampf angetrieben. Andere, wie diese hier, fuhr mit elektrischem Antrieb. Auch zahlreiche Militärfahrzeuge und Miniaturfiguren aus vergangenen Kriegsjahren waren zu sehen. Panzer, Szenen aus dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Mit originalgetreuen Figuren, Landschaften und Militärfahrzeugen. Außerdem viele Laster, Kräne und Bagger in eine liebevoll gebaute Landschaft integriert. Alles ist den Originalen nachempfunden und das meiste war auch funktionstüchtig. Dieser Tanklaster, so erzählte man uns, gab es wirklich im Original, aber nicht als Modell zu kaufen. Deshalb wurde ein 3D-Modell im kleineren Maßstab erstellt, mit Hilfe eines 3D-Druckers. So kann heute ein Modell eines Tankfahrzeuges gezeigt werden, das es als Miniaturmodell nie gab. Sogar eine Burghauser Modellliebhaberin war mit ihrer Siebanlage mit Bagger, Fließband und funktionsfähiger Siebtrommel auf dem Parcours vertreten. Mit dabei waren auch die Mini-Truck-Freunde Berchtesgadener Land, eine Interessengemeinschaft, die sich den Nachbau von ferngesteuerten Baumaschinen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen, LKWs und Sonderfahrzeugen zur Aufgabe gemacht hat. Der Maßstab der Fahrzeuge ist 1 zu 13,5 bis 1 zu 16. Hier wurde in Miniatur demonstriert, wie ein komplettes Windrad mit Hilfe eines Krans montiert wird. Natürlich mit Anlieferung der Teile per LKW. Erst werden die Rotorblätter an der Gondel befestigt, was auch in der Miniaturwelt am Boden geschieht. Und dann die Montage in etwa 4 bis 5 Metern Höhe, was in Wirklichkeit dann aber etwa 130 bis 160 Metern entspricht. Mit der zweitägigen Miniaturausstellung konnten die Kleinen richtig viel erleben und auch die Großen wurden dann wieder zu Kindern. Manche haben nie aufgehört, ihre Kinderträume zu leben. Wie zum Beispiel René Gatti, der mit diesem Portalkran auf der Ausstellung vertreten war. Er war schon sehr früh mit dem Modellbau-Virus infiziert. Leider ist es um den Nachwuchs nicht so gut bestellt. Modellbau wäre den heutigen Kindern und Jugendlichen laut Gatti zu wenig digital. Zu wenig digital. Ja, es ist leicht, am Handy herumzuwischen oder am Computer irgendwas zu zeichnen oder zu machen. Ist viel leichter als das vielfältige Hobby zu erlernen. Du hast Mechanik, du hast Elektrik, du hast Elektronik, du hast Planung. Ich selber habe für ein Modell erst gelernt, mit einem 3D-Programm zu arbeiten. Dann haben wir mittlerweile ja Hartlöten, Weichlöten, Schweißen. Was haben wir noch? Fräsen, Drehen. Ja, ich habe mir das auch natürlich mit der Zeit alles selber beigebracht. Ich würde es gern weitergeben, aber es gibt zu wenig Junge, die sich dafür interessieren oder so viel Eigeninitiative entwickeln, dass sie das tun. Damit spielen ist das eine, es zu bauen wohl das Schwierigere. Aber vor allem in den Familien der Modellbauer findet sich das eine oder andere Kind, das die Tradition Modellbau fortsetzt. Und die Ausübung des Hobbys ist bis ins hohe Alter möglich. Und mit dieser Messe kommen auch durch die Besucher neue Kontakte zustande, wie uns der Burghauser Modellbauer und Veranstalter Markus Reiter bestätigte.
Also vorhin habe ich erst das Gespräch gehabt, was mein Vater dann abgenommen hat, weil er mit ihm angefangen hat zum Reden. Der hat eine Dampflok gebaut, das gleiche Modell, was ich auch da habe, in 5 Zoll. Und er ist eigentlich alleine und sucht Kontakt. Und natürlich gehen wir da in Kontakt, da ratschen miteinander, ganz selbstverständlich. Es war in jedem Fall eine tolle Ausstellung für Jung und Alt. Und laut Veranstalter wird die erste Modellbauausstellung ganz sicher nicht die letzte in Burghausen gewesen sein.